hallo, willkommen zu meinem Part 5 zum Let's Play Siberia. Momo ist schon vorausgelaufen, er will uns ja sein Geheimnis zeigen, also rennen wir mal schnell hinterher. Momo kann aber ganz schön schnell rennen. Der ist nie zu sehen. So, und jetzt? Ach, das Vogelgezwitscher ist das schön hier. Ich glaube, dass wir zusammenkommen. Schade, dass dieses Boot vernachlässigt ist. Das Wasser kommt überall rein. Okay, gehen wir erstmal weiter. Da bist du ja, Momo. Du scheuchst mich ganz schön durch die Gegend. Aber es ist wirklich wunderschön hier. Momo oft herkommen. Momo gerne Kreise im Wasser machen. Warum hast du mich hierher geführt? Mammutpuppe in Höhle. Ganz richtig für Hans. Anna sagen. Höhle? Ich sehe keine Höhle. Momo, kein Lügner. So, nun sind wir also hier. Und was machen wir jetzt? Kate und Momo, Steine ins Wasser schmeißen. Ach, hör schon auf, Momo. Ich bin sicher, dass wir wegen der Höhle hier sind. Momo und Kate, Freunde. Sag mal, Momo, meinst du wirklich, dass Annas Bruder nach all den Jahren noch am Leben sein könnte? Anna immer sagen, dass Hans fort, aber dass Hans vielleicht wiederkommt. Du bist schon ein merkwürdiger Junge, Momo. Ich verstehe, warum Anna dich mochte. Momo. Momo Hans ähneln. Momo sehr stolz. Das muss ja ganz schön spannend sein, in einem Dorf voller Automaten zu leben. Automatenarbeit von Hans. Schwere Arbeit. Wenn Momo groß macht wie Hans. Automaten Freunde von Momo. Sag, Momo, bist du oft mit Anna hier hochgekommen? Anna mag Momo. Anna mag Hans. Anna verreist. Mit dir, Momo, werde ich noch zur Abenteuerin. Wenn Dan mich so sehen würde. Ich bin mir nicht sicher, dass mir das gefallen würde. Momo, Dan nicht kennen. Ich muss jetzt gehen, Momo. Vielleicht bis später. Hier kann ich wohl nicht gehen. Momo, kann ich dich noch mal was fragen? Momo, warum hast du mich hierher geführt? Mammutpuppe in Höhle. Ganz wichtig für Hans. Anna sagen. Höhle? Momo, kein Lügner. So. Kate und Momos. Ach, hör schon auf. Momo und Kate. Ich muss jetzt gehen, Momo. Vielleicht bis später. Das klingt wohl.
Ich brauche Hilfe. Ich kann dich doch alleine helfen. Momo, kann ich dich noch mal was fragen? Momo, hör. Kannst du mir mal helfen? Was machen? Hilf mir, den Staudamm aufzumachen. Ja, Momo stark. Das ist wohl kaputt. Okay. Aber wir haben ein altes Boot gesehen. Wir können uns das wundern. Das wollen wir mal sehen. Nun scheint die Verluste zu haben und zu helfen. Eines der Ruder dieses alten Bootes könnte man gut als Hebel benutzen. Aber wie soll ich es nur erwischen? Tja, gut, dass wir den Stock mitgenommen haben. Hebel. Damit können wir das Ruder dann aus dem Wasser ziehen und haben einen neuen Hebel. Igitt, dieser Stock ist dreckig und total nass. Momo, kann ich dich noch mal was fragen? Momo, ja. Ich habe das Ruder näher rangeholt. Es wäre nett von dir, wenn du es für mich tragen könntest. Momo, einverstanden. Ja, geht es sich irgendwie schmutzig machen? Ich wollte dich dann helfen. Hier ist nichts mehr zu holen, dann gehen wir unserem Momo hinterher. Er kommt da mit und er kommt da nicht mit. Fahren wir noch mal schnell. Momo, kann ich dich noch mal was fragen? Momo, ja. Kannst du mir mal helfen? Was machen? Es wäre nett, wenn du mir helfen würdest, den Staudamm aufzumachen. Einverstanden. Momo stark. So, jetzt auch. Gib dir Schwung. Momo ist so stark. Ach, ich danke dir, Momo. So, und wir sehen uns im nächsten Part.
Damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal.